Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich war wie versprochen ein bisschen fleißig und habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben jetzt 6-mal sehr gesunder Met. Nicht bloß den normalen, sondern sehr gesund. Wir haben 8 Ausdauermets, leider nur gering, weil andere können wir noch nicht herstellen. Und 7-mal den Giftwiderstand. Also wenn wir damit nicht gewappnet sind, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe jetzt wirklich ganz stark, dass wir das hinkriegen. Damit das Thema Knochenwanst auch irgendwann mal ein Ende findet. Hat sich jetzt sehr, sehr viele Folgen gezogen. Meine ist auch nicht schlimm, ein bisschen Härte im Spiel und so ist auch ganz cool. Aber mit der Ausrüstung, mit der wir das letzte Mal dort waren, war das ja absolut gar nicht zu schaffen. Oh, und es leckt. Und es ist vorbei. Es gab heute mal wieder ein kleines Update. Ich habe die Patchnotes aber noch nicht komplett gelesen. Also wieder ein paar Fixes von Bugs bei irgendwelchen Events und so. Also ich denke mal die Überfälle. Aber was jetzt alles hundertprozentig genau, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt mal ganz stark hoffen, dass wir nicht nochmal 10 verwitterte Knochen brauchen. Weil wir haben nur 9. Das habe ich nämlich noch nicht vorbereitet. Sondern dass wir wirklich hiermit durchkommen. Der Honig kann erstmal direkt weg. Den packen wir hier mit rein. Ja, ansonsten ein paar Sachen habe ich noch gesammelt. So Himbeeren und den ganzen Spaß. Pilze zeige ich euch dann alles danach. Wir gucken mal. Wir haben davon eigentlich genug. Wir haben die ganzen Dings genug. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell hier die Waffen und so, also hier das Zeug, was wir nicht brauchen, wegpacken. Dass wenn wir sterben, dass es dann wenigstens nicht ganz so bitter ist. Wir haben, ja, ein paar Pfeile haben wir. Jetzt ist die Frage, reicht das oder nicht? Es sind eigentlich, naja, knapp 100. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich möchte es nicht noch länger hinausziehen. Jetzt müssen wir mal schauen. Und zwar das Portal hier vorne. Da bin ich vorhin, als ich gespielt habe, aus Versehen durchgerannt. Ich wollte eigentlich in die alte Basis. Bin völlig erschrocken, dass ich hier im Sumpfgebiet gelandet bin. Naja, passiert. So, Daumen drücken. Das muss jetzt klappen. Und wehe, der ist nicht da. Es wäre echt mies, wenn wir den immer wieder beschwören müssten. Ah, schaut mal die ganzen. Also da vorne schon der erste Tod. Auf der Map. So, ich überlege. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir mit dem Boot noch ein kleines Stück davor reisen. Dass wir hier nicht durch den ganzen Sumpf rennen müssen. Aber dann haben wir es alles nicht beim Portal. Ich bin ja schon mal froh, dass das Portal noch steht. Hätte ja auch sein können, dass uns die Viecher das hier wegkloppen. Ist schon wieder der erste Skelett, aber ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen. Ah. Ach, shit. Wir haben ja gar nichts zu essen. Ach nee, und irgendwas? Doch, passt so. Mann, 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 das hätte schon wieder direkt der Tod sein können, wenn man einmal ein bisschen unaufmerksam ist, ne? Es ist schon... Aua! Es ist schon krass. Das Spiel meint's wirklich ernst. Shit, da kommt der Nächste und wir haben kaum Leben. Shit. Nein! Nein, wir haben kaum Leben. Zum Glück ziehen die nicht extremst viel ab. Hä? Ja, 0,1, das geht. Zack. Oh Mann, ich bin ja schon wieder mit 25 Leben reingerannt, ne? Das kannst du auch keinem erzählen. Jetzt mach hier mal ein bisschen schneller Radau. Das Problem ist, bei den Skeletten geht das noch, aber wenn hier so ein Trogger mit seinem Pfeil schießt, glaube, da ist Ende Gelände. Wir versuchen jetzt so weit außen wie möglich hier durchzulaufen. Wir können uns eigentlich auch schon mal den Giftwiderstand reinkloppen. Da haben wir nämlich den ersten Trogger. Weil bevor uns hier jetzt auf einmal so ein kleiner Blutegel angerannt kommt und uns vergiftet, dann haben wir nämlich ein großes Problem. So, den haben wir. Ich dachte eigentlich, ich habe hier gerade noch irgendwas laufen gesehen. Na, ah, es ist so verdammt aufregend hier. Wo ist er denn hin? Da ist einer. Hier auch. Eigentlich müssen wir die hauen. Oh ja, die Waffe ist sehr, sehr geil. Wir müssen bloß noch nicht zu dolle verbrauchen. Wir müssen damit auf jeden Fall noch ohne Ende auf den guten Knochenwanst einhämmern. Nicht, dass die noch kaputt geht. Das wäre äußerst schlecht. So, da vorne soll es sein. Natürlich kaum noch Ausdauer. Aber das Leben ist gleich auf Höchststand. Ah, ich höre doch schon wieder irgendwas Komisches. Geht bloß weg. Ich habe echt gar keinen Bock auf euch. Da hinten ist dieser Feuermist. Ah ja, wir hatten das letzte Jahr noch so einen zornigen Geist oder sowas, ne? Der auf einmal auch von irgendwo herkam.
Drückt mal die Daumen, dass das heute nicht nochmal passiert. Die würde ich gerne einsammeln. Die brauchen wir dann für die Tränke. Sogar gleich 7 Stück. Das ist sehr, sehr geil. Da haben wir noch einen Torger. Bam. Dann lieber gleich aus der Ferne, weil das Problem ist, wenn die uns einmal treffen, dann dauert es wieder Ewigkeiten. Ja, dann dauert es wieder Ewigkeiten, bis das Leben wieder steigt. Knochenwanst. Okay, er ist direkt da. Das heißt, das rein. Aber wo ist er? Beschwört's den jetzt nochmal neu? Wo? Wir müssen direkt hin. Sonst hat man das doch immer gesehen. Ach nee, der ist einfach da hinten. Okay. So, wir brauchen viel Ausdauer. Und vor allem viel Mut. Und jetzt gucken wir mal. Bam. Oh shit, das hat abgezogen. Ja, wir machen schon mal ein bisschen mehr Schaden zumindest. Ah, wir hätten Eigentümer vorher noch aktivieren können. Haben wir genug Zeit hier, ich hoffe. Ah, die Skelette kommen. Ach shit, wir haben schon wieder ordentlich Damage gekriegt. Wir müssen ein Stückchen weg. Ach man, wenn der sich dann noch healt, ey, das ist... Ach Leute. Ja, ach shit, davon dürfen wir uns eigentlich überhaupt nicht treffen lassen. Ich glaube, heilt er sich jetzt? Ne, der kotzt, ne? Ah, wir kriegen trotzdem die ganze Zeit Schaden. Vor allem, wir haben doch sogar sehr gesunden Met drin. Da muss doch mal was passieren. Wenn wir uns jetzt nochmal von dem treffen lassen, haben wir ein Problem. Das kann ich nicht machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal am besten um die ganzen Schleimlinge kümmern. Nein, geh weg! Ah, ich wollte eine Ausweichrolle machen, habe die Tastenkombination gedrückt von Outriders. War nicht so ganz praktisch. Scheiße. So. Er hat sich zumindest bis jetzt noch nicht geheilt, aber wir haben trotzdem viel zu wenig Regeneration, ey. Da muss viel mehr kommen. Die Sache ist, ich weiß halt auch nicht, guck mal, da schlägt er direkt zu. Wir können den zweimal hauen, wieder abhauen. Und das hat ihm gefühlt gerade gar nichts abgezogen. Wir müssen die Mets gleich wieder wegrennen. Ja. Zack, zack, zack. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie näher ran müssen. Aber wir machen ihn schon mal Schaden. Aber wir müssen jetzt direkt die Mets auffüllen. Na komm, mach. Wann kann ich denn? Wie viele Sekunden noch? Jetzt. Das. Alles, was geht. So, wir sind wieder fast voll. Das ist ziemlich geil. Jetzt kotzt er. Das ist unsere Chance. Nein, er schlägt. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Skelett muss weg. Schleimlinge auch. Also die Waffe ist auf jeden Fall... Ah, shit. Was war das? Ein Torger. Fuck. Also die Waffe ist definitiv mega genial. Ach, ich habe ja gar kein Schild. Ah, die ist aber doch einhändig. Ich könnte doch... Ich kann doch sogar ein Schild noch mit in die Hand nehmen. Ich Vollidiot. Das habe ich komplett vergessen. Bin von ausgegangen, dass die zweihändig ist. Aua, nein, keine Skelette mit Pfeilen. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben generieren. Ist echt doof, dass die beiden Gesundheits- und Ausdauer-Med-Dinger so kurz halten. Oh Gott, hier kommt ja der... Ich hänge. Wo habe ich gehangen? Also das Teil hier, dieser Dungeon, ist schon mal perfekt. Wir können schön drumherum rennen. Sind damit ein bisschen in Deckung vor den ganzen anderen Biestern hier. Und wir können langsam unser Leben wieder regenerieren. Das passt schon mal. So, jetzt. Attacke. Nein, er hat uns wieder getroffen. Shit. Shit. Au, ah. Die Ausdauer hat gefehlt. Die Skelette müssen weg. Also hier 3 Fernkämpfer. Sind 3 zu viel. Die müssen auf jeden Fall weg. 20 Sekunden noch müssen die Mets wieder rein. Mann, ist das aufregend, ey. So eine Scheiße hier, wirklich. Nein. Ach, es werden immer mehr. Jetzt kloppen wir erstmal die ganzen Schleimlinge weg. Nein. Ach, der hat uns wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob da Schildblocken sehr viel bringt. Oh, wir müssen aufpassen. Ah, ist meine Ausdauer. Wir sind gleich tot. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Schaut mal, wie wenig wir dem trotz alledem abgezogen haben. Ach, Leute, bin ich so schlecht?
Das Geile ist, jetzt rennt er da die ganze Zeit rum. Wir müssen unser Zeug dort wiederholen. Ey, ich habe echt keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Das Problem ist, wenn der sich dann zwischendurch noch heilt. Also entweder müssen wir hier vorher unsere Stangenwaffendings mal ein bisschen hochskillen. Weil das steht halt noch auf 0. Vielleicht sollten wir damit erstmal. Also ich probiere es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal. Weil ganz ehrlich, es lief zwar an sich gut, aber es hätte ja, der Kampf hätte ja gefühlt 3 Stunden gedauert, so. Mit immer wieder Verstecken. Ja, es war ein paar Mal doof, dass ich mich von dem hab treffen lassen. Man könnte auch gucken, ob man mit Schild, wenn man mit dem blockiert, dass man da ein bisschen weniger Schaden erleidet, aber ich weiß nicht, ich finde den Rest von den Mets extremst schlecht, ehrlich gesagt. Dafür, dass das ein sehr gesunder Met ist, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, also ich glaube, wir brauchen noch mehr Vorbereitung. So leid es mir tut, aber ich habe jetzt auch keine Lust, 5-mal hintereinander zu sterben. Dann versauen wir uns alle Fähigkeiten, die wir besitzen. Ja, und sonst weiß ich halt auch nicht. Wir hätten natürlich noch einen starken Angriff machen können. Das wäre prinzipiell auch gegangen. Ich glaube eh, dass wir unser Zeug jetzt so hier nicht wiederkriegen. Vor allem auch nicht, wenn ich gar keinen Essen und sonstiges dabei habe. Weil der Knochenwanst ist jetzt die ganze Zeit da hinten. Also positiv ist schon mal, wir brauchen keine neuen verwitterten Knochen. Aber wir brauchen noch viel mehr Vorbereitung. Ich werde jetzt die nächsten Folgen erstmal nur rein mit den Stangenwaffen kämpfen, dass wir die Fähigkeit da ein bisschen hochkriegen, weil das erhöht ja auch den Schaden. Ich sag mal, ein bisschen mehr Schaden muss noch sein. Und dann mal gucken, ob wir den Streitkolben, ich glaube auf die 2 hatten wir den ja schon gelevelt. Ob wir das vielleicht auch noch irgendwie auf die 3 kriegen oder so, ich weiß es nicht. Aber sonst wären wir jetzt 1 Million Mal um die Hütte gerannt. Ich hätte jedes Mal perfekt ausweichen müssen, gefühlt. Und die ganzen kleinen Skelette noch dazu. Nee, so funktioniert das irgendwie aktuell noch nicht. Ach, das ärgert mich ein bisschen. Ich hatte so gehofft, dass wir das die Folge schaffen. Aber ich werde es jetzt definitiv nicht nochmal riskieren, so leid es mir tut, aber da sind mir meine Fähigkeiten dann doch ein bisschen zu schade für. Wir haben ja zum Glück jetzt noch den Kein-Fähigkeiten-Abzug drin. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, ist nicht ganz so schlimm. Ja, und da kommt der erste Pfeil vom Skelett, weil ich glaube, es reicht ein Pfeil oder so. Wir sind tot oder vielleicht 2 Pfeile. Ach geil, da drüben, genau. Ah, da drüben sind noch diese brennenden Viecher. Jetzt bin ich wieder richtig scheiße hier durch die Mitte gerannt. Ach, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Geil, da ist Knochenwanst. Wir rennen hier mit 25 Leben ohne Rüstung rum. Das kann nur geil werden. Aber er hat immer noch ein bisschen Schaden. Also er hielt sich anscheinend nicht direkt, wenn wir sterben. Es könnte noch ein bisschen mehr Hoffnung geben, wenn wir hier einfach 1 Million mal hinrennen, dass wir es irgendwie schaffen. Ach geil, da sind die Skelette und Schleimlinge und alles wartet auf uns. Ich glaube, wir sterben. Na, die warten einfach direkt daneben. Ist ja nett. Wie soll ich denn das schaffen? Wir müssen die irgendwie hier rüber locken. Komm schon, jetzt rennen wir hier lang. Jetzt, zack, alles geborgen. Rennen, Forest. Rennen, hau dir alles rein, was geht. Nein! Wir brauchen unbedingt den Giftwiderstand noch ganz schnell. Und jetzt rennen. Jawohl, das Leben geht hoch wie Sau. Oh, holy shit. Und zurück. Ja, aber es kann ja auch nicht die Option sein, dass wir hier 10-mal sterben und dann gleich wieder hinrennen. Dann könnten wir es vielleicht schaffen, weil jetzt hat er ja auch noch ein bisschen Schaden, aber nee, das ist nicht der Weg. Also entweder sind es die Stangenwaffen, die noch zu schlecht sind. Oder ich weiß es auch nicht. Wir können ja gleich mal hier, wir sind ja gleich wieder voll ausgerüstet. Können wir ja gleich mal die Stangenwaffen ein bisschen hochtrainieren. Ich hätte zwar schon wieder direkt Bock, es zu versuchen, aber ja, wir haben noch keinen Fähigkeitenabzug. Aber ich glaube, es ist einfach nur verschwendeter Met, wenn wir das tun. Wir kämpfen jetzt einfach mal ein bisschen, dass wir die Stangenwaffen etwas höher kriegen. Na gut, dem entnehme ich einen Bogen, ist auch wieder ganz schlau von mir.
Shit. Ja, natürlich. Ich hab doch... Nee, ich hab nicht alle Mates drin. Er ist auch schon wieder fast komplett geheilt, also... Wo ist denn der Typ? Aua. Ja, es ist halt echt mies, dass der noch so viele Gegner spawnt, ne? Ich meine, der ist alleine schon relativ schwer. Klar kann man ausweichen. Irgendwie kriegt man das sicherlich besser hin als ich gerade, aber... Dass dann so viele Gegner noch kommen mit Gift, mit allem drum und dran. Das ist einfach echt ein bisschen heftig. Ich glaube, hier hinten hatte ich ihn irgendwo gesehen. Ich würde ganz gerne mal gucken, wie das mit Pfeilen aussieht. Obwohl halt ich überall gelesen habe, Pfeile kannst du komplett vergessen. Ja, ich denke, das passt. Und das Brennen, ja, ein bisschen was. Naja, aber... Gott, brauchen wir 2000 Pfeile und wenn er sich da noch hielt. An sich können wir es hier gerade ein bisschen nutzen, um die Stangenwaffen hochzuballern. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach noch die restliche Folge. Ja, zumindest kommen so unendlich Gegner. Es ist auch nicht so schwer, den Skeletten mit den Pfeilen auszuweichen, aber wenn du dann halt natürlich keine Ausdauer mehr hast... Ist das schon schwer. Es ist halt die Frage, wie lange ist der Typ alleine unterwegs? Wo ist er denn? Da hinten. Na, hier kommt ja dauerhaft was nach. Weil die Überlegung wäre wirklich erstmal wegrennen mit Pfeilen, die Skelette und alles töten, dass man da mal ein paar Sekunden alleine mit ihnen hat. So ein bisschen Zweisamkeit. Aber irgendwie ist das auch nicht der Fall. Jetzt kommt er gleich wieder mit seinem Kotzen oder irgendwie sowas. Ja. Oh, hier ist ein Torger. Den habe ich sehr, sehr spät gesehen und wir haben wieder keine Ausdauer mehr. Wir hauen jetzt einfach nochmal so einen Trank nach. Welcher war das? Der war das. Aua, ist doch gut. Ich finde es krass, dass wir die Stangenwaffen noch nicht mal auf die 1 trainiert haben jetzt. Wir haben bestimmt schon 10 Gegner damit weggemacht. Und jetzt ist er zum Beispiel alleine. Jetzt kotzt er. Wir haben keine Ausdauer. Es ist wieder mega geil. Wenn ich hier so einen starken Angriff mache, was zieht denn das ab? Ja, da tut sich schon was. Brauch halt aber auch dementsprechend lange. Und brauch halt vor allem extrem viel Ausdauer. Und wieder zweimal getroffen. Also es ist echt schwer. Na gut, blocken wollte ich mal noch versuchen. Wir lassen uns mal ein bisschen hoch. Oh, shit. Ich glaube, ich müsste auch mal unbedingt hier Dings da reinhauen. Ist egal, wir nehmen das jetzt einfach. Dass wir hier auch mal ein bisschen gucken können, welche Taktik wir denn fahren müssen. Na, also mein Plan wäre halt gewesen, wegrennen, sich um die kleinen Biester kümmern, wo es da, glaube ich, auch schlauer ist, zu schlagen. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wenn wir den Angriff... Ach, shit. Den Angriff von ihm blocken. Sache ist, ich habe halt kaum Ausdauer, ne? Ich darf vielleicht nicht so viel rennen, sondern eher langsam rumlaufen. Vielleicht zeigt es auch im Bosskampf nicht an, wenn wir irgendeine Fähigkeit verbessern. Es wundert mich schon, dass wir die noch gar nicht trainiert haben jetzt. So, mit dem Angriff kommen wieder Schleimlinge. Ja. Schleimlinge und Skelette. Alles drum und dran. Alles, was das Knochenwanstherz begehrt. So, ich habe geblockt. Hat das jetzt weniger abgezogen? Oh, der Wirtsafer da. Also ich denke schon... Problem ist, dass unsere Gesundheitsregeneration durch den Med ja nicht mal dem Gift entgegenwirkt. Das ist das Problem. Entweder müssen wir wirklich ganz, ganz langsam machen. So, wir probieren jetzt mal zu blocken. Na, es standen nur 9 Schaden da, aber wir hatten noch gerade mehr als 60 Leben, oder? Oder 70. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade... Ach ja, geil, jetzt die Ausdauer wieder alle. Unser Med ist auch zu Ende, das ist das Problem. Med. Ach komm, wir versuchen das jetzt nochmal. Die Folge ist jetzt gleich zu Ende. Ich sag hier an der Stelle schon mal Tschüss.
Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder und mal gucken, vielleicht haben wir es dann geschafft. Irgendwie ist der Ehrgeiz jetzt trotzdem da, das nochmal zu probieren. Also bis dahin, macht's gut.